Moin moin Leute, mein Name ist ReeFazer und in der heutigen Dragon Ball Legacy Reihe Nummer 7 mittlerweile geht es um das letzte für die PlayStation erschienene Dragon Ball Spiel, welches sich Dragon Ball Final Bout nennt. Eigentlich gar nicht mal Dragon Ball Final Bout, sondern Dragon Ball GT Final Bout. Für Europa ist das mal wieder umbenannt worden, denn GT war in Europa noch nicht so bekannt, deswegen haben sie noch mit reingebracht, ein ganz komisches Ding, Marketing halt. Also, das Spiel ist, wenn ich mich nicht erinnere, muss ich gerade ablesen, 1997 in Japan, Europa und Amerika rausgekommen. In England ist es erst 2002 und beziehungsweise 2004 dann in Amerika auch nochmal rausgekommen. Vorher war es so ein sehr limitierter Release, heißt es ist ein Spiel von 1997 auf der PlayStation 1. Es bietet einiges an Charakteren, das können wir uns ganz kurz anschauen, denn ich habe das tatsächlich gespielt schon ein bisschen, damit ich am Ende da reinkomme. Das war mein erstes PlayStation 1 Spiel, was ich hatte, eins der ersten PlayStation Spiele, die ich hatte für meine damalige PlayStation, haben mir die damals sogar umbauen lassen, nicht um gebrannte Spiele zu spielen, was damals auch üblich war, sondern tatsächlich um einen Import, da ich es nirgendwo herbekommen konnte, aus Japan. Das heißt, ich habe dieses Spiel damals komplett auf Japanisch gespielt und nichts verstanden. Also es bietet, schauen wir mal, 1, 2, 3, 4, 5. Das sind 5 Charaktere, 15 und 17 Charaktere insgesamt. Die meisten davon schaltet man frei, bis auf den jungen Mann hier, Super Saiyan 4 Goku, den schaltet man erst durch ganz viele für unterschiedliche Sachen frei oder durch die Eingabe von einem Code. Geht beides und es ist eine Mischung aus Dragon Ball Z und Dragon Ball GT Charakteren. Wir haben einmal Base Goku, Pan, Kid Goku, GT, nicht Gotenks, da haben wir hier, ich glaube das ist der GT Trunks, dann haben wir Vegeta, dann haben wir hier Super Saiyan 1 Goku, Super Saiyan 2 Goku, Ultimate Gohan, Cell, Kid Buu, Freezer, Piccolo. Jetzt bin ich mir nicht sicher. Das ist GT Trunks Super Saiyan, das ist Kid Goku Super Saiyan, auch GT, Vegito, Super Saiyan Future Trunks aus Z und Super Saiyan 4 Goku. Das Interessante an der ganzen Sache ist, das hier ist die deutsche Version, die es irgendwann wohl auch gab, die ich nie gesehen habe. Und wir machen einfach Kampf gegen den Computer, das ist nämlich mehr oder weniger der Arcade-Modus. Einen Story-Modus gibt es auch hier nicht, aber im Arcade-Modus spielt man und hintereinander verschiedene Kämpfe. Und dazu gab es echt ein paar interessante Sachen. Zum einen sind die Übersetzungen voll für den Arsch, zum zweiten haben sie damals in der englischen Sprachversion die Originalsprecher nicht mal bekommen für das Spiel. Was sehr lustig war, weil irgendwie Funimation wohl nichts mit dem Spiel zu tun haben wollte. Warum nämlich Super Saiyan 4 Goku? Weil der Junge gebroken ist wie sonst was. Das ist der stärkste Charakter in dem Spiel, mit dem alles deutlich einfacher ist. Also, es ist ein 3D-Modelle, aber 2D-Kampfspiel. Man kann hier fliegen. Man kann, ihr habt eine Taste für Schlag, eine Taste für Tritt, eine Taste für Blocken, eine Taste für Ki-Attacken. Mit zum Beispiel Viertelkreis vorne könnt ihr 3 Ki-Attacken machen, mit unterschiedlichen Eingaben, mit Tritten und Schlägen könnt ihr auch solche Kombos wie ich jetzt machen. Es gibt auch noch sowas, was sich Meteor-Attacks nennt, da könnt ihr die Gegner durch die Gegend wirbeln und dann immer wieder anknüpfen. Habe ich ausgestellt, weil zum einen nerven die richtig, zum zweiten habe ich nie eine Ahnung gehabt, wie sie funktionieren. Und ihr seht, ich habe Pan schon besiegt. Normalerweise ist es nicht so einfach, aber ich wollte nochmal zeigen, Super Saiyan 4 Goku in diesem Spiel ist kaputt. Der Junge ist einfach viel zu stark. Mit dem könnt ihr eigentlich alles super easy schaffen. Aber man muss ihn erstmal freischalten, deswegen geht das schon. Und diese Übersetzung ist schon geil. Super kleiner Goku. Also, es sollte Super Saiyan Kid Goku sein, aber sie haben super kleinen Goku draus gemacht. So, es gibt auch natürlich Super-Attacken. Die machen wir mal einmal. So. Lass mal kurz aufladen. Ach, hier muss man ja blocken. So, er greift mich jetzt an, bis ich rausgefunden hatte, wie man die kontert. Das ist mit 3 Tasten, Viereck, Dreieck und Kreis zusammen. Kann ich jetzt meinen Konter ansetzen und durch Hämmern der Tasten kann ich jetzt dann versuchen, das Ganze zu gewinnen. So ein bisschen wie Track and Field früher, also so die Meteor Clash, die es mittlerweile nicht mehr gibt in den meisten Dragon Ball Games. Das fand ich damals richtig cool, aber ich hatte keine Ahnung, wie es eigentlich funktioniert. So, ihr habt gesehen, das Ganze hat ihm fast einen Lebensbalken abgemacht. Jetzt mache ich das mal. Unten, hinten, vorne, Ki-Attacke, falls ihr das Spiel noch habt und mal austesten wollt. Unten, hinten, vorne, Ki-Attacke ist die stärkere. Hinten, vorne, unten ist die etwas schwächere. Goku hat leider nur 2 Kamehamehas. Na, und er hat jetzt zum Beispiel auch gekontert. Ihr könnt das Ganze auch abprallen lassen, ihr könnt das Ganze auch absorbieren, um weniger Schaden zu bekommen. Jetzt kommen wir mal ein bisschen darauf an, welche Tastenkombinationen ihr macht. Ihr solltet definitiv nicht zurückschießen, wenn ihr nicht genug Ki habt, das ist nicht so schlau. Und ihr seht, hier kann man auch in die Luft, aber es gibt auch ein Fluglimit. So, und das ist, dieses Spiel ist relativ träge. Es ist auch nicht gut, muss man auch sagen, es ist sehr schlecht gealtert. Warum? Weil es extrem langsam ist. Also wirklich sehr langsam.
sowohl die Bewegungen wie die Reaktionen. Ich weiß nicht, immer noch nicht so genau, was sie damals mit diesem Spiel erreichen wollten. Aber letztendlich, mit dem richtigen Charakter, setzt ihr zwei Kombos an, dann ist es down. Mit den anderen Charakteren dauert es ein bisschen länger. Aber an sich ist es blocken, Kombo ansetzen, aufladen, Ulti-Attacke, raus geht's. Ich habe sehr viel Nostalgie mit diesem Spiel in Verbindung. Das bedeutet, ich finde es vielleicht, oh mein Gott, das sieht gerade richtig schlimm aus, wie sein Mund immer noch auf ist. So, aber ich finde es nicht so schlimm wie manche andere Spiele. Wenn ich das mit Ultimate Battle 22 zum Beispiel vergleiche, finde ich es deutlich besser. Ach, grüß dich, kleiner Goku. Auch wieder tolle Übersetzung. Es ist aber so, dass ich dieses Spiel natürlich hoch und runter gespielt habe. Es hat auch, also es hat den Combo, also diesen Arcade-Modus. Das ist auch zuvor Jin, meine ich, den Planeten, die den GT damals extra erstellt haben für Baby. So, schluck D3, dann komme ich gleich hinterher geflogen, dann krieg ich so. Oh, da. Und trifft noch nicht mal richtig, ja doch. Es hat einen Build-Up-Modus, in dem ihr euren Charakter stärker machen könnt. Das hat mir zum Beispiel damals sehr viel Spaß gemacht, indem ihr immer wieder gegen andere Charaktere kämpft, ihnen dadurch Attribute verteilen könnt und ähnliches. Das war die Langzeitmotivation des Spiels. Ansonsten gab es halt natürlich den Versus-Modus, es gab einen Turniermodus und halt den Arcade-Modus. Der Arcade-Modus ist relativ cool. Ich hoffe, schnell hier durchzukommen, weil ich das Video eigentlich nicht zu lange machen wollte, weil der Arcade-Modus dann noch einen besonderen Boss hat, und zwar Baby Vegeta. Aber nicht als Kämpfer, deswegen kann man ihn auch nicht freischalten als normalen Kämpfer, sondern als Wehraffenform. Und gerade damals war das so für jemanden wie mich, der Dragon Ball GT noch nicht kannte. Den Super Saiyan 4 Goku, davon hatte ich schon was gehört, aber dann auf einmal diesen riesen goldenen Wehraffen zu sehen, das war schon ziemlich cool. War so ein Erlebnis. Deswegen ja, Nostalgie. So, Super Trunks, also Super Saiyan Trunks GT, erkennt man an seinem schwulen, was ist das, Halstuch oder wie auch immer. Gott, habe ich Trunks in GT gehasst. Die haben so einen Waschlappen aus ihm gemacht. Future Trunks war richtig cool. GT Trunks mit seinen Kaki-Shorts, der ging mir so richtig auf den Sack. Aber als Charakter ist er hier ziemlich gut. Zusammen mit den anderen Future Trunks. Gott, so. Eine Combo. Was war das jetzt? Bisschen mehr als die Hälfte Leben. So, und dann gibt es gleich einen zehnfachen Kamehameha hinterher. Und er hat ihn absorbiert. Ihr habt es gesehen, hat deutlich weniger Schaden an ihn gemacht. Wow, was habe ich denn jetzt gerade gemacht? Das war so nicht gedacht. Aber es ist einfach nur, weil dieses Spiel so langsam ist, kommt nicht wirklich. Na, jetzt wollte ich die Kombo gerade ansetzen. Danke. Kommt nicht wirklich so ein Kampffluss zustande. Zack, zack, zack. Und an sich braucht man mit Super Saiyan 4 Goku nur diese eine Kombo. Wenn sie richtig trifft, dann kam ja mehr hinterher und dann ist das Ganze durch. Also es ist schon ein bisschen cheap, mit diesem Charakter zu kämpfen, aber das soll's. Grafisch gesehen muss ich sagen, war es für die PlayStation 1 schon ziemlich gut, gerade weil sie halt diese 3D. Ja, wo bist du? Wie habe ich das gerade gemacht? Ah, so. So, bleib du mal oben und ich versuche dich zu treffen. Genau so. Jetzt fliege ich an dich heran und setz nicht die Combo an. Doch. Hör auf zu springen. Da, so, in den Rücken rein. Überhaupt nicht verbuggt. Der konnte sich kaum bewegen. Falls ihr euch wundert, warum das jetzt zwischendurch mal breiter ist und mal kleiner. Es ist so, dass ich das eingestellt habe mit einem Emulator. Das sieht auch deutlich besser aus als auf der PlayStation. Also das Kantenglättung ist an, ein bisschen grafische Effekte aufpoliert. Auf der PlayStation war das Ganze noch ein bisschen hässlicher, muss ich sagen. Auch wenn man sich das kaum vorstellen kann. Aber mit dem Emulator kann man das so ein bisschen ansehnlicher machen. So, Freezer. Das ist, ja, ich glaube, japanische sind das die Originalstimmen. Ich weiß gar nicht, wie viele Kämpfe wir machen müssen. Ich glaube, so ungefähr 10. Also bis Baby Vegeta würde ich schon gerne kommen. Und die haben ein paar sehr gute Tracks. Also der Freezer-Track hier auf Namek. Also das ist übrigens das zerstörte Namek, falls ihr es nicht erkennen könnt. Das gefällt mir auch richtig gut. So, er wollte gerade irgendwas machen. Ich habe mir gedacht, so, das kann man aber auch ausstellen. Dass diese, wie soll ich sagen, diese Animation da ist. Man kann auch einfach einstellen, okay, nicht. Weil, wenn ich zum Beispiel sehr nah dran an ihm bin, jetzt hat er mich natürlich unterbrochen, der Arsch, dann kommt die Animation nicht. Dann schießt ihr den Kamehameha zum Beispiel sofort. Na, muss ich doch anfangen, mich anzustrengen? Ich glaube ja. Habe ich nicht auch so einen Flugtritt?
Hier habe ich. So, du hast keinen Key mehr. Schluck den. Macht genauso viel Schaden, hat nur die Animation eben halt nicht. Und in der Luft zum Beispiel, das ist auch so ein Ding, kann man diese Kombos überhaupt nicht ansetzen. Was natürlich ein bisschen nervig ist. Aber naja. So. Das ist jetzt der Starke. Mal sehen, ob er den schluckt. Jo, der schluckt ja. Ja, ich bin im Fluglimit. Ist gut. Ihr merkt schon, es ist richtig am Abgehen, der Kampf. Ich weiß gar nicht, wo vor oben und unten ist. Naja, ich weiß es schon. Ich komme da nur nicht hin, wie ich hin möchte. Und man wird immer wieder zurückgeschleudert. Das macht das Ganze noch langsamer. Jetzt bin ich aus irgendeinem Grund müde. Was ich auch nicht verstehe. Ich will doch nur... Ich will ihn nur schlagen. Lass mich ihn schlagen. Nein. Also ich muss sagen, deswegen habe ich manchmal kein Problem damit, wenn einige Games das Fliegen nicht anbieten. Also in so einem 2D-ler Fliegen, das funktioniert einfach nicht. Das habe ich bis jetzt in jedem Spiel, der das tatsächlich noch angeboten hat. So, na endlich. Zack, zack. Ja, und down ist er. Da funktioniert es einfach nicht. Deswegen finde ich, haben die das bei Dragon Ball FighterZ schon gut gelöst. Mit den Dashen und mit dem Dragon Rush, dass man da halt direkt hinfliegen kann zum Gegner. Weil das ist gerade echt... Und irgendwas stimmt mit seinem Mund am Ende nicht. Der bleibt, der behält ihn immer auf. Egal. So. Super Goku. Was auch immer. Das finde ich auch interessant. Die haben den Super Saiyajin 1 Goku aus Dragon Ball Z in dem Outfit von GT Goku gepackt. Ja, vielleicht ist es auch GT Goku am Anfang von GT, bevor er zum Kid wurde. Wobei eigentlich nicht. Hi. Ja. Wow, ich habe geblockt, da bin ich mir gerade ziemlich sicher. Goku hat sowieso die stärksten Sachen mal wieder. Komm runter, komm runter. Komm runter oder ich hole dich runter. Danke. Wow. Irgendwie will das Spiel gerade nicht so, wie ich will. So, noch eine Trittkombo hinterher. Port, ping, pong. Kam ja mehr hinterher. An sich ist das das Einfachste. Macht das Spiel Spaß? Nein. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist so eins dieser Spiele, wo ich sage, Nostalgie, damals gab es nichts Besseres. Verglichen mit heutigen Games kann das Spiel bei weitem nicht mithalten. Es ist ein Spiel, was bestimmt zu der Entwicklung von den Dragon Ball Games beigetragen hat. Das, was ich am coolsten finde, sind tatsächlich diese Beam Struggles, dass es sie wieder gibt. Ich verstehe, dass so ein Spiel wie FighterZ das nicht haben kann, weil es einfach nicht funktionieren würde. So. Ich hatte es eigentlich... Es hat auch einen extremen Delay, was Eingaben angeht. Und der letzte Tritt muss irgendwie extrem viel Schaden machen. Raum von Zeit und Geist. Das heißt, wir haben hier natürlich die ganzen Dragon Ball Sachen drin. Aber um ganz ehrlich zu sein, es ist nichts, wo ich sagen würde, ja, ich würde es jetzt immer wieder mal rausholen. Und ich glaube, ab den Budokai-Teilen wird es ein bisschen anders. Mit den Budokai-Teilen habe ich auch sehr gute Erinnerungen. Die habe ich damals ja auch alle rausgespielt, als sie rausgekommen sind. Trunks, du siehst jetzt schon aus wie ein Depp. Selbst in deinem Bild siehst du aus wie ein Depp. Was haben sie bloß mit Trunks gemacht? Aber naja. Goku macht sie alle platt. Super Saiyan 4 Vegeta gibt es hier nicht. Selbst der Vegeta, der da ist, ist nicht besonders gut. Vegeta kriegt einfach keine Liebe, selbst von den Entwicklern. Wir sehen immer wieder den gleichen Charakter, die gleichen Stages, habe ich das Gefühl. So. Luftangriff. Wenn ich die erstmal einmal am Boden habe, ist das eigentlich okay. Denn damit kann ich sie mit knapp 3 Kombos down machen und kam ja mehr hinterher. Ne? Blockt er? Nein. Oh, hast den. Dann mal sehen, ob du den auch abprallen lässt. Das geht auf jeden Fall nicht gut. Nein, da muss er jetzt zurückschießen. Ich frage mich die ganze Zeit, wie sie sowas in Dragon Ball FighterZ zum Beispiel unterbringen könnten. Das würde den Flow nämlich extrem stören, wenn man gerade so eine Meteor 3 Attacke launcht, richtig auf einen schönen langen Combo und der Gegner dann noch Zeit hat, mit einer Tasteneingabe zu kontern. Ich könnte mir vorstellen, dass viele sich das wünschen würden, aber ich glaube, es wird den Spielfluss stören, weil hier, okay, das ganze Spiel ist langsam, da macht es mir nichts aus, einfach mal ein paar Tasten drücken zu müssen. Aber wenn das Ganze ein bisschen paciger, ein bisschen schneller wäre,
dann glaube ich, wäre es schon anders. So, langsam könnten wir aber zum Ende kommen. Also Super Saiyan Trunks, ich hoffe nur noch 1-2 Kämpfe. Maximal. Das ist jetzt zum Beispiel Future Trunks. So, jetzt nehme ich mal einen Schluck. Ach, die gute Einöde, die muss immer beim Dragon Ball Kampfspiel als Stage dabei sein. Das habe ich auch gar nicht versucht. Ah. Ich finde es auch lustig, wie das Spiel manchmal denkt, ich drücke nach oben, obwohl ich nach vorne drücke. Könnte aber auch an meinem Controller gerade liegen. Und Super Saiyan 4. Goku hat sowieso die längsten und coolsten aussehenden Kombos. Die einfach mal ein Gesichtsschmelzen und Damage machen, wie das hier. Zack, zack, zack. Und ein 10-facher Kamehameha hinterher. Und wenn der trifft, ist es auch wieder vorbei. Ihr seht, nicht viele Herausforderungen. Das Einzige, auch wenn der Schwierigkeitsgrad höher ist, ich glaube, ich habe es gerade auf normal oder so. Ja, auf normal müsste ich es haben. Ich habe es nicht runtergestellt. Krieg ich dich da oben? Nein. Nein. Aber er mich. Das mal. Das ist ihm. Es geht nicht darum, dass das Spiel schwer ist. Das einzig Schwere ist es, den Gegner irgendwie zu treffen. Burning Attack ist kein Strahl. Es ist eine Kugel, die er abschießt. Und nicht mal das bringen wir die hin. Zumindest das. Und da ist ein Kamehameha mal blau. Aber das Falsche. Weil das von Goku nie blau ist. Es ist ein rotes Kamehameha. So, du bist tot. Danke. Nee, du, nee, du. Und da liegt auch Trunks mit einem offenen Mund. Ist mir vorher noch nie so aufgefallen. Na? Nein, Majin Buu noch. Ah, wir ziehen es noch durch. Ich will euch Baby Vegeta unbedingt zeigen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es so lang war, das letzte Mal, als ich durchgespielt habe. Majin Buu. Majin Buu ist auch so eine kleine Bitch, weil er hat zum einen... Oh, was war das? Ah, so mache ich das. Was man nicht alles rauskriegt. Ah, nicht springen. Oh Gott, diese Steuerung ist so träge. Ich habe gerade, als ich hochgesprungen bin, ungefähr zweimal auf die Tritt-Taste gedrückt. Und der hat sich einfach mal nur gedacht, oh nö, ich reagiere einfach nicht. Und bei Buu ist auch wieder. Kleiner Charakter. Einige der Schläge treffen ihn nicht, weil er zu klein ist. Ja. Uppercut. Und wenn ich dich aber jetzt hier habe, dann ziehe ich das jetzt auch durch. Jupp. Stirb. Danke. Aber bei Buu haben sie ganz gut getroffen, finde ich. Wirkt vielleicht auch nicht ganz so pixelig dadurch, dass er komplett pink ist. Ich weiß es nicht. Wie stolz sie damals auf der Grafik, auf die Grafik sein, sein mussten, damit sie nochmal so ein 360-Grad Cam-Ding machen. So, Super Saiyajin. Okay, das war doch. Vorhin war das ein Super Saiyajin Goku GT. Das ist jetzt Super Saiyajin Goku Z. Denn er hat sein Z-Outfit an. Das muss aber Super Saiyajin 2 sein, meine ich. Auch wenn die Haare nicht so spiky sind, wie sie sein sollten. Oh, ich hatte wieder einen Knopf gedrückt. Ihr seht, Goku hat grundsätzlich ungefähr die gleichen Standardattacken. Die machen so gut wie keinen Schaden an mir. Und ich an denen. Also der hat mich jetzt mit zwei Kombos fast voll getroffen. Und ich mache mit einer doppelt so viel Schaden. Ah, Glück gehabt. Doch nicht, haha. Näher dran. Wow, was war denn das? Das habe ich auch noch nicht gehabt. Dass er ihn noch auf den Boden treffen möchte mit dem Kamehameha. Naja, down ist er trotzdem. Ja, kennt das? So sahen Pixel damals aus. Pixelig. Viereckige Blöcke aneinandergereiht. Manchmal auch nicht viereckig, manchmal auch mehr Ecken. Ah, das sind echt Erinnerungen. Ja gut, das Spiel ist ja auch. Was hatte ich gesagt? 1997 rausgekommen. Ist jetzt 20 Jahre alt. Und jetzt kämpft er auch noch gegen Super Vegito. Sag mal, das ist auch ein Super Saiyajin 2 Super Vegito, so spiky wie sein Haar ist. Also seine Haare. Hm. Ich finde es auch geil, wie gechillt sie alle durch die Gegend laufen. Wenn ich nach vorne drücke. Müssen wir mal drauf achten. So.
Hi, ich bin Super Saiyajin 4 Goku. Du kannst mich mal. Mir ist es egal, was du machst. Ich block das Atmen deiner Hand und jetzt laufe ich weiter. Und ich block das Wiederatmen deiner Hand. Du kannst in die Luft, ich krieg dich. So ein bisschen wie beim Horrorfilm, wo man sich immer fragt, warum rennt ihr nicht weg? Der andere läuft doch langsam. Und doch krieg ich euch alle. Stimmt, ich habe mich ja noch nicht einmal aufgeladen. Das sollte ich euch auch mal zeigen. So, geh mal runter, zack. Tschüss. So, ich lade einfach mal ein bisschen auf. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Gerade bei Super Saiyan 4 kommt da echt was bei raus. Bei den anderen ist es halt ein bisschen weniger. Aber immer so eine riesige Ki-Aura. Sehr viereckige Ki-Aura, aber gemein Ki-Aura. So, jetzt komm schon. Gib mir Baby-Vegeta. Das Lustige ist ja, der Kampf gegen Baby-Vegeta ist noch nicht mal was Besonderes, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ein Riesenvieh. Wenn er euch trifft, macht er richtig Schaden. Aber wenn ihr nah dran an ihm seid, passiert eigentlich nichts. Jupp, das ist er. Sehr schön. Super Baby! Als ich das erste Mal das gesehen habe, dachte ich mir, what the fuck? Also ich habe schon Wehraffen irgendwie draus erkannt, aber ich konnte nichts damit anfangen. Und das Lustige ist, er ist halt so groß, dass man ihn kaum sieht auf dem Bildschirm. Beziehungsweise man selbst ist dann mini klein. Und ich meine, wenn man auf super hart das Ganze durchschafft und Super Baby besiegt, dann kommt man gegen Super Saiyajin 4 Goku. So, ihr seht. Hallo, Baby, wie geht's? So, jetzt habe ich ihn auf dem Boden. Und dann kann es losgehen. Und ich kann. Oh, ich glaub's nicht. Auch das passiert. Man geht einfach unter ihn durch. Manchmal trifft man ihn, manchmal nicht. So, ihr seht's, ich treffe ihn nicht. Dieses Spiel ist so broken. Ich muss ihn erstmal auf den Boden bekommen, meine ich. Und dann auf den Boden treffen. Aber dafür müsste ich auch meine Combo dann machen. Nein. Und wieder unten durch. Kannst du mal bitte? So, dann gehen wir ein bisschen in die Luft, dann treffen wir ihn auch. Nein, da holt er mich einfach aus meiner Combo raus. Ja, voll daneben, oder? Ne, der hat ihn getroffen. Dieses Spiel ist nicht dafür gedacht, einfach also zu funktionieren. Nein, ich könnte tatsächlich noch sterben. Mit wem habe ich das letzte Mal gemacht? Ich glaube mit Super Saiyan 1 Goku. Oder mit Trunks, ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall lief es da besser. So, bleib mal liegen. Nein, daneben. Das ist aber auch der Kampf, der bis jetzt am längsten dauert. Aber ich mache auch keinen Schaden an ihn. Ah! Oh, das war klar. Oh, ich bin tatsächlich gleich down. Dann Trick 17. Nein, 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 nein. Ich bin gestorben. Na egal, ich habe gar. Dann muss ich jetzt nicht mehr machen. Ich weiß gar nicht, ob jetzt Super Saiyan 4 Goku gekommen wäre. Mann, der hat doch gut wie kein Leben. Und das ist mal noch schlimmer, wie der reden möchte. Fortfahren, ja, ich drück mal Start.
Aber das Video ist schon lang genug. Das heißt, ich muss ihn jetzt nicht besiegen. Ich könnte jetzt halt einen neuen Charakter auswählen und dann mit ihm gegen Baby kämpfen. Aber das soll es gewesen sein. Also, das ist Dragon Ball Final Bout gewesen. 1997. Letztes PlayStation 1 Spiel für... Also, rund um Dragon Ball Fighting Games, muss ich dazu auch mal sagen. Es gibt ja auch Rollenspiele und andere Spiele, die ich hier in dieser Reihe erstmal nicht zeigen möchte. Sondern mir geht es nur um die Kampfspiele, Vorbereitung auf Dragon Ball FighterZ. Und ich bin sehr gespannt, wie eure Meinung dazu ist. Habt ihr es damals selber auch gespielt? Falls ja, wie findet ihr, ist das Spiel gealtert? Sagt ihr, ja, finde ich immer noch geil? Oder sagt ihr... Ja, ich weiß auch nicht mehr so ganz genau, warum es mir damals so gut gefallen hat. Und ihr könnt euch gerne natürlich mein letztes hochgeladenes Video oder auch die Dragon Ball Legacy Playlist anschauen, wo ich bis jetzt schon 7 Spiele mittlerweile mir angeschaut habe aus der Dragon Ball Geschichte. Und mich auch abonnieren, falls ihr auf Anime, Anime Games und Fighting Games steht.